Willkommen zu einer kleinen Infofolge Pokémon Go, denn ich habe gerade was gelesen. Das wird wahrscheinlich schon wieder jeder andere vor mir angekündigt haben und gesehen haben, aber zur Vollständigkeit will ich das natürlich auch mal hier zeigen und erwähnen. Denn Generation 4 wurde jetzt angekündigt, sozusagen, oder wir schauen mal hier in die Gruppe rein. Also Pokémon aus der Sinnoh-Region und somit aus der vierten Pokémon-Generation erscheinen bald in Pokémon Go. Ein soeben veröffentlichter Artikel der Pokémon Company gibt einen exklusiven Einblick über Änderungen, die bald in Pokémon Go zu finden sein werden. Und nicht nur Pokémon der vierten Generation werden bald kommen, sondern auch einige andere Änderungen, wie man im Text hier entnehmen kann. Dazu gehören Pokémon aus der Sinnoh-Region. Da bin ich jetzt behindert. Dazu gehören Pokémon aus der Sinnoh-Region. Somit werden in Pokémon Go bald erstmalig Pokémon aus der vierten Generation erscheinen. Bereitet euch darauf vor, dass sich diesbezüglich auch Niantic in den nächsten Tagen zu Wort meldet. Neben neuen Pokémon wird es auch weitere Änderungen in Pokémon Go geben. Laut dem Artikel wird das Wetter beispielsweise nicht mehr eine überwiegende Rolle beim Erscheinen von Pokémon besitzen. Ist ja eigentlich richtig dumm, sage ich mal, weil das Wetter war ja eigentlich eine richtige Rolle in dem Spiel, um einfach vermehrt bestimmte Pokémon-Typen zu erscheinen. Jetzt plötzlich hat sie da gar keine Auswirkung mehr drauf, also dann können sie sich eigentlich das Wettersystem auch sparen. Außerdem wird besonders in Parks eine größere Vielfalt an Pokémon erscheinen. Das finde ich zum Beispiel richtig cool, weil man immer gemerkt hat, gerade wenn man durch bestimmte Parks läuft, wo nicht so viele Stops sind, da erscheint auch sozusagen nichts oder kaum was. Und wenn man irgendwo mitten durch die Stadt läuft, da ist einfach alles voll. Aber gerade Pokémon gehört für mich eigentlich ins Grüne, in Wälder, in Parks. Man sollte nicht unbedingt jetzt in der belebten Stadt immer zu rumrennen mit dem Gesicht auf dem Handy geklatscht, sondern eigentlich mal die Natur erkunden. Das wäre natürlich cool, wenn das so sich ändert. Außerdem, Änderungen zum Kampfsystem wird es zusätzlich geben. Statuswerte wie HP und WP werden bald angepasst, um ein ausbalanciertes Kampfsystem zu generieren. Besonders KP und Verteidigungswerte werden angepasst, um das Kampfsystem zu verbessern. Natürlich wird dies große Auswirkungen auf die derzeitige Spielmeta haben, die es zu analysieren gibt. Bis dahin könnt ihr euch mehr Details hier im offiziellen Artikel der Pokémon Company durchlesen. Nein, das machen wir natürlich nicht. Ein neuer Trailer ist auch vorhanden. Frohes Erkunden der Pokémon der Sinnoh-Region. Jetzt schauen wir uns nochmal kurz den Trailer an. Wow. Na okay, aber kurz und knackig auf jeden Fall. Kann man so machen. Ich muss sagen, ich kenne leider die Generation 4 wieder mal komplett überhaupt nicht. Ich kannte die Generation 3 schon nicht. Ich kannte die Generation 2 schon nicht. Ich kannte nur die Generation 1. Seitdem ist bei mir Bahnhof. Aber mit diesen WP und genau HP und WP Anpassung, also ob das gut oder schlecht ist, muss man sehen. Ich weiß noch genau damals, wir waren gerade unterwegs, haben in unser Handy reingeguckt, da wurde auch so eine WP-Anpassung vorgenommen und plötzlich hatte Gyarados über 3000 WP, selbst Aquana kam über 3000 WP, die vorher nur so auf 2,8, 2,9 waren, obwohl die maximal gemaxt waren. Und plötzlich hatten sie über 3000. Wir haben uns da übelst gewundert, was da los ist und haben dann auch gesehen, andere wurden so abgeschwächt, zum Beispiel Lapras. Das war mal richtig krass und ist dann plötzlich nur noch auf 2,6 gewesen. Also das war richtig scheiße, das hat alles durcheinander gebracht. Und man hat irgendwann gedacht, man hat viele Dinge bereut, die man gepusht hat, weil die plötzlich einfach so weit runtergerutscht sind und eigentlich gar keinen Wert mehr hatten. Jetzt bin ich mal gespannt, wie die das umsetzen jetzt, was da los ist, wenn sie wieder mal die HP und WP anpassen. Viele wollten ja auch bestimmte Viecher, dass die stärker sind und dass die schon damals genervt wurden und geschwächt. Vielleicht wird Mewtwo dann auch stärker. Vielleicht kommt das dann trotzdem über die 4000. Es kann ja nicht sein, dass Mewtwo nur auf 3,9 kommt, während andere Bummels, also Letterking, auf 4,5 kommt und selbst Groudon und Kyogre auf über 4000 kommen. Also da geht sicherlich noch was, da wird immer noch ein bisschen rumexperimentiert, rumgeschraubt und so weiter. Und ich bin total aufgeregt.
Ja, und dann schauen wir mal, wann das alles kommen wird. Auf jeden Fall, der Hype ist real und es geht los. Die vierte Generation rückt immer näher und alle freuen sich bestimmt drauf, genauso wie ich. Aber das war's für diese Infofolge. Peace out, vorhaut, euer Ramses.